Huch, wir beginnen gerade mit einem Fail. Also jetzt erstmal herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ihr wundert euch jetzt, warum ich hier wieder am Eingang stehe. Und zwar hatte ich gestern zwar den Boss schon gemacht, aber dann wurde ich leider wieder maßlos unterbrochen danach. Und zwischendrin war die Aufnahme eh wieder für den Hund gewesen. Und mein Freund ist gerade noch mit dabei, er schaut mir jetzt ein wenig zu. Und ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo die eine Skatula jetzt noch ist und der Kompass. Und da werde ich jetzt eben noch hindüsen. Und dann können wir auch den Feuertempel offiziell abschließen. So, und da kann ich auch gleich hier die Abkürzung nehmen nach oben. Und zwar ist die Skatulle auf jeden Fall in den Hauptraum mit dem Felsen, die ich euch gestern schon gezeigt habe. Denn da habe ich es irgendwie übersehen. Komm, ich spring einfach runter. So. Ja, ich höre was. Hier muss es sein. Bingo. So, und jetzt noch den Kompass. Und dann machen wir den Boss nochmal fertig. Sagte ich noch irgendwie letztens, bei Ocarina of Time könnte mir keiner was vormachen. Aber gestern hatte ich wieder so einen typischen Vorführeffekt. Gestern haben mich so ein paar komische Gestalten im Waldtempel beinahe niedergekloppt. Dann habe ich im Waldtempel eine Skatula vergessen, beinahe. Und jetzt sind es hier gleich zwei Dinge. Eben die Skatula und den Kompass. Diese Drecksviecher! Ich hasse sie! Okay. Und dieser Fels geht mir auch auf den Sender. So, hier müsste der Kompass sein. Ja.
Dann haben wir jetzt alles bis auf die eine Truhe, die ich auf Anhieb nicht herangekommen bin, auf 5F. Die lassen wir aber mal stehen. Da waren, glaube ich, eh eine Rubine drin, soweit ich weiß. So, jetzt kann ich auch hier oben bleiben. Genau. Da kann ich, glaube ich, sogar runterspringen. Andere Seite. Dann kommt jetzt der Boss dran. Stahlhammer habe ich, aber die Bombe ersetze ich durch den Bogen. Subterraner Labadrachoid Volvagia. So, schon mal Hammer rausholen. Und dann kloppen wir den eins auf die Nase. Und dann Schwert. Ich gebe es zu, ich habe das gestern irgendwie auch beschissen gespielt. Aber man sieht es ja schon, ich spiele das auch jetzt schon wieder grottig. Okay, jetzt schmeißt er die Steine runter. Bleiben wir am besten am Rand. So, gleich zweimal getroffen. Da müsste der eigentlich gleich down sein. Und der haut ab, ey. Mhm. Was ist das denn? Zack. Also es läuft eigentlich schon mal besser als gestern. Und wenn wir nichts machen, dann sputtert, glaube ich, Feuer. Und der ist platt. Willst du das noch haben? Okay, dann esse ich es. Thank you.
Dank sei dir, mein Bruder. Ich weiß, was du, das, was du getan hast, sehr zu schätzen. Hab Dank auch im Namen meines Volkes. Du hast dich als würdiger Streiter erwiesen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ich, Daronia, offenbare mich dir als einer der sieben Weisen, der Weise des Feuers. Hättest du das erwartet? Ich denke, das ist es, was man Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Böse in seine Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Nimm dies an dich, Bruder. Dieses Amulett enthält die Kräfte der Geister, des Feuers und der Freundschaft. Das Amulett des Feuers. Daronia gibt sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt dir seine Kraft. Vergiss nie, du und ich, wir sind nun Brüder. So. Also bis zur Fee hatte ich gestern noch gespielt. Und dann wurde ich leider unterbrochen, ja. Ne, den Hammer brauche ich gar nicht. Ich muss das mal hier hochkommen. Zack. Hier war das. Komm, du kannst auch weg. So. Ich bin die Fee der Weisheit. Ich werde deine magische Kraft erhöhen. Sei bereit. Deine magische Kraft wurde erhöht. Deine magischen Kräfte wurden verstärkt. Du hast nun doppelt so viel magische Energie. Ja, ja. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Bla, bla, bla. Dann kann ich, glaube ich, jetzt sogar noch einen Teil eines Tauschgeschäfts machen. Zack. Und an das Herzteil, das komme ich sowieso nicht ran. Aber ich werde nächste Woche oder so sowieso eine komplette Tour mit dem jungen Link machen. Das heißt, so viel wie Skatullas sammeln, Wundererbsen kaufen für die Erdlöcher und ja, natürlich für Herzteile. Zweifelsohne eine Waffe aus meiner Schmiede. Ich würde sie reparieren. Doch beim letzten Erdbeben ist mir Lavastaub in die Augen geraten. Seitdem sehe ich schlecht.
In Zoras Reich gibt es wundersame Augentropfen. Wende dich an König Zora. Bitte bringe mit mir die Augentropfen. Du hast Bigoron das zerbrochene Goronschwert gegeben und dafür ein Rezept erhalten. Geh zu König Zora. Okay. Meine Güte, warum kann er nicht abrollen? Ist der Absprung zu hoch oder was? Kann ich mich hier fallen lassen? Ja. Und direkt wieder Schaden genommen, ich glaub's nicht. Was war hier? Ich habe eine Waffe fertiggestellt. Wie wär's damit? Möchtest du vielleicht diese Waffe... was? Nein! Auf keinen Fall! 200 Rubine, die hat einen Dachschaden. Und außerdem ist das, glaube ich, sogar ein Schwert, das nur 10 Streiche aushält und dann wieder zerbricht. Also nützt das mal gar nichts. Nee. Dann werde ich mal direkt zu Zoras Reich gehen. Ach ja, der ist ja zugeschneit jetzt. Hinweg mit dem Winter. Haben wir jetzt langsam mal genug hier. So, soweit ich weiß, konnte ich als großer Link noch eine Skatulla holen. Ach nee, dann ist das weiter runter, dann komme ich da nicht dran. Sorry. So, König Zora wurde hier leider eingeschweißt, quasi. Aber warum gibt's rote Eiswände? Verstehe ich auch nicht. Ich wollte nicht abspringen. Okay. Aber er kann da drauf klettern. So, jetzt muss ich mich erstmal hier umschauen. Das ist das Herzteil. Okay. Damit.
2 Herzteile brauche ich noch. Dann habe ich wieder einen Container. Okay, okay. Das Einzige, was wirklich blöd ist auf dem Eis, ich habe keine Kontrolle. Oh, ich muss den Part beenden. Schon 20 Minuten. Wir sehen uns gleich wieder.